Level Ländle Crossfitter. Diese Woche darf ich, der Coach Christoph, euch durch die Workouts begleiten. Ich freue mich schon voll. Ich hoffe, ihr seid wieder fest dabei. Voll cool, dass wir so viele Views schon haben auf unserem YouTube-Kanal. Und wichtig ist schon immer, klicken der Daumen nach oben an, damit wir auch lernen, wer schaut das alles an, wer findet die Videos cool. Freut uns auf jeden Fall voll, dass so viele dabei sind. Geben auch diese Woche wieder Gas. Und wir starten dann gleich mit dem Warm-up los. Stellen euch dafür einen Tabata-Timer ein, das heißt 8x 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und dann machen wir folgende Übungen. Erste Übung: Side Plank auf dem Ellenbogen, auf dem Unterarm. 20 Sekunden, wenn das leicht geht, könnt ihr noch den Fuß nach oben nähern. Kurze Pause, die 10 Sekunden. Seitenwechsel. Dann die nächste Übung wäre Glute Bridge Hold, also in die Position. Ohrbein strecken, hochdrücken und nur halten 20 Sekunden. Richtig dahinter nachspannen, Hüfte aufdrücken. 10 Sekunden Pause, anderes Bein. Nächste Übung wieder an Seitstütz, aber diesmal auf eurer Handfläche. Das heißt, ganz so her, legen die Füße übereinander, wenn es geht. Und so 20 Sekunden halten. Da, selbe Spiel wie vorher. Wenn es locker geht, nehmen wir den Fuß hoch, so eine Stunde lang. Wieder einen Seitenwechsel. Und die letzte Übung wäre dann auch wieder die Glute Bridge, nur diesmal dynamisch, nicht mehr statisch. Immer hochdrücken, kurz halten, langsam tief. Hochdrücken, langsam tief, Seitenwechsel. Und dann haben wir schon unsere erste Tabata-Warm-up-Runde durch. Hau rein, viel Spaß! Okay, dann kommen wir zum B-Teil. Da machen wir so ein bisschen Techniktraining für einen Pistol Squat. So ein bisschen Vorbereitung. Kommt in nächste Woche wieder ein bisschen was Schwierigeres. Und zwar machen folgendes als erstes. Ihr macht drei Sätze, haben wir. Ihr macht fünf Reverse Lunges. Der Unterschied zu sonst ist der, ihr seht es gleich. Lunge nach hinten und dann, bevor ihr aufsteht, hebt ihr der hintere Fuß ab in die Luft und drückt euch hoch. Wieder Lunge nach hinten, hinterer Fuß abheben, hochdrücken. Wenn, das ist gar nicht so easy, probieren Sie mal aus. Wenn es nicht klappt, dann lassen die Zehen nur ganz leicht am Boden und helfen nur minimal mit der Zehenspitze mit. Also wir machen 5 links, 5 rechts, immer langsam tief gehen. Dann kurz durchschnufen und die zweite Übung wäre dann nur ein statisches Halten vor dem Pistol Squat, aber nicht ganz in der Hocke, sondern so in der Hälfte ungefähr von der Bewegung. Fuß vor, einen Fuß am Boden, Hände nach vor und dann mal langsam tief gehen, tief gehen, tief gehen und halten. 20 Sekunden. Kurz schnufen, durchschnufen, Beinwechsel, aufrecht bleiben, Hände vor. Ungefähr in so einer Position. Wenn es ganz locker geht, nehmt euch noch Zusatzgewicht her vor Brust und macht es euch so ein bisschen schwerer. Das Ganze dreimal durch, immer mit Pausen dazwischen. Hau rein! Okay, dann kommen wir zum C-Teil vom heutigen Training. Und zwar machen wir wieder drei Sätze, auch wieder mehr so auf Fokus auf Technik. Das heißt, wir machen Pausen dazwischen. Schnappen euch ein Zusatzgewicht, wenn ihr eins habt. Es ist schon immer ohne Zusatzgewicht möglich. Übung 1, 10 pro Bein. Single Leg Reverse Lunges. Also zurücksteigen und normal hoch. Also jetzt können die Zehen ganz normal am Boden bleiben. 10 mit einem Bein am Boden. 10 mit dem anderen Bein vorne. Das wäre die Übung 1. Übung 2 ist auch 10 Wiederholungen pro Seite. Und zwar machen wir da Chainsaw Rows. Die schauen so aus. Wir machen so einen großen Ausfallschritt mit einem Bein. Schon, dass ihr da mit dem Knie ungefähr über dem Sprunggelenk geblieben und könnt euch ruhig mit dem Unterarm der am Oberschenkel abstützen. Gerade Rückerblick noch zum Boden vor und dann 1, 2 bis 10
Ruhig immer kontrolliert, nicht super schnell. Kontrollierte Wiederholung. 10 links, 10 rechts. Kurz durchschnufen. Und wenn ihr die habt, machen noch 15 Goblet Squats. Eure Squatbreite, Gewicht vor der Brust und einfach auch langsam kontrollierte Kniebeugen. 15 Reps, dann eine längere Pause, wieder ca. 90 Sekunden. Das Ganze dreimal durch. Innen. Okay, dann kommen wir zum Detail vom heutigen Workout. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Energie, bleibt noch dran. Und zwar stellen euch da einen Timer, piepst alle 30 Sekunden, gesamt 10 Minuten. Wir machen 5 verschiedene Übungen. Ihr habt immer 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Und gesamt sind wir bei den 10 Minuten dran. Übung 1, Mountain Climbers. Streckt die Position und dann Knie so unter die Brust herziehen, stabil bleiben im Rumpf. 30 Sekunden Mountain Climbers, 30 Sekunden Pause. Dann 30 Sekunden Quadrupled Plank, aber mit Hand und Fuß abgehoben. Das schaut so aus. Wir gehen so in den Plank mit den Knie knapp über dem Boden. Heben zum Beispiel linker Fuß ab und rechter Arm. Halten das 30 Sekunden. 30 Sekunden Pause. Dann dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Wieder 30 Sekunden Pause. Dann wechseln wir zu Sit-Ups. Und zwar machen wir so die klassischen Sit-Ups, wie man es im CrossFit oft macht. Fußsohle an Fußsohle, Oberschenkel nach außen. Und dann immer kurz hinten den Boden berühren, aufschwingen vorne. 1, 2, 3. 30 Sekunden Sit-Ups. 30 Sekunden Pause und die letzten 30 Sekunden nachher noch Tappings, also einfach am Stand so starten, langsam los und beschleunigen. 30 Sekunden Gas geben, 30 Sekunden Pause und das Ganze noch eine zweite Runde durch. Hauen rein, letzter Part vom heutigen Workout. Und ganz wichtig, vergesst nicht unsere Glocke zum Aktivieren. Dann werden wir immer informiert, sobald ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal ist. Also abonnieren, Glocke aktivieren und ihr seid voll dabei und verpasst kein neues Video von uns. Freut mich, dass ihr so motiviert dabei seid. Wir bleiben dran und ihr hoffentlich auch. Bis dann. Ja.